Mit unserem Projekt Liebe fürs Leben sind wir seit 2012 mit ausgebildeten Tierschutzlehrern und BPT-Tierärzten an Schulen aktiv. Unsere Kooperation mit dem BPT trägt wirklich maßgeblich zum Erfolg des Projektes bei. Schon heute engagieren sich sehr, sehr viele BPT-Tierärzte an Schulen in ihrer Region und geben dort Tierschutzunterricht. Wir sind ja glücklich, dass Purina auf uns zugekommen ist, um das Projekt zu machen. Es läuft jetzt auch schon ein paar Jahre. Für uns ist das Thema Tierschutz, Tierwohl ein wichtiges Thema. Für unsere Mitglieder sollte es natürlich wichtig sein, der Gedanke, weil die Schüler von heute sind die Tierhalter von morgen. Insofern wäre es natürlich schön, wenn viele Tierärzte bei der Aktion mitmachen und sich dafür zur Verfügung stellen, hier mit Kindern in den Schulen an dem Thema zu arbeiten. Als Tierärztin arbeite ich für die Initiative mit unheimlich viel Freude und Leidenschaft, weil es nicht nur Spaß macht, den Kindern diesen Unterricht zu vermitteln, sondern weil man tatsächlich als Tierarzt ja auch sich als Schützer der Tiere empfindet. Und wenn man dann zusätzlich gerne mit Kindern arbeitet, diese Freude in den Kindern wecken kann und das Interesse an Tieren, das macht unheimlich viel Spaß. Durch unsere Präsenz auf dem BPT-Kongress möchten wir wirklich aktiv in den Austausch mit Tierärzten gehen. Gerade durch den Stand als auch durch den Vortrag möchten wir eine persönliche Anlaufstelle schaffen. Die Initiative Liebe fürs Leben passt perfekt in die Sachkunde und Biologie-Lerncurricula von den Lehrplänen. Die sind eine super Ergänzung und sind quasi fester Bestandteil in jedem Sachkundeunterricht in Grundschulen. Im Unterricht geht es vor allen Dingen darum, Kinder für die Bedürfnisse von Haustieren zu sensibilisieren und ihnen gewisse Verhaltensweisen zu demonstrieren. Dabei ist es wichtig, dass auch Kinder, die vielleicht nicht mit Tieren zusammenleben, somit fit für ein Zusammentreffen mit einem Tier gemacht werden. Es ist besonders wichtig, dass Kinder schon frühzeitig an den Umgang mit Tieren gewöhnt werden. Tiere sind kein Spielzeug, sondern Tiere sind Mitgeschöpfe, sind Lebensgefährten. Und da einen respektablen Umgang miteinander zu entwickeln, zu wissen, welche Bedürfnisse das Tier hat, das aufeinander abzupassen, es wirklich als Familienangehörigen zu betrachten, das ist ganz wichtig. Und deshalb herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Projekt. Ich kann jedem BPT-Tierarzt wirklich ans Herz legen, Teil dieses tollen Projektes zu werden. Wer Spaß am Unterrichten hat und sich gerne für Tierschutz einsetzt, ist in diesem Projekt goldrichtig. Es macht wirklich sehr viel Freude, daran teilzuhaben.